Hallo meine Freunde, ich grüße euch. Ich melde mich mal kurz hier in diesem Video vorab. Ihr seht im Hintergrund schon so ein bisschen, was da Phase ist, was ihr gleich sehen werdet. Und zwar geht es darum, ich hatte es im Stream angesprochen und mir sind die großen Spiele persönlich einfach zu groß geworden. Ja? Das heißt, mir fehlt einfach die Zeit dafür, die komplett durchzuspielen. Also, ja. Ich meine, ich werde sie vielleicht privat durchspielen, wenn ich Bock drauf habe, werde ich sie durchspielen. Und aber für den Stream ist halt das Problem, wenn ich jetzt so große Spiele anfange, wie zum Beispiel hier Atomic Heart, dann spielen wir die nächsten 3-4 Monate nichts mehr anderes. Und es kommen so viele Spiele kurzfristig raus und gute Spiele, die ich spielen möchte. Mein Gott, wie oft habe ich jetzt spielen gesagt? Ja, ist auch egal. Und genau, und das möchte ich nicht, weil ich möchte doch ein bisschen Variation im Stream haben und auch hier auf YouTube. Deswegen werde ich das so handhaben. Ich werde Highlights zusammenschneiden, weil das klassische Let's Play, habe ich ja schon in einigen Videos gesagt, gibt es so nicht mehr. Und deshalb werde ich, glaube ich, in nächster Zeit das so handhaben, dass ich dann, wenn ich größere Spiele zum Beispiel im Stream mache, die werde ich anspielen. Und werde die so, ich sag mal so, 2 Stündchen, 3 Stündchen anspielen. Werde die dann aufnehmen und werde daraus dann ein kleines Highlight schneiden, so wie das jetzt hier. Und damit ihr da so ein ganz klein wenig, ja, so einen Einblick kriegt vom Spiel und vielleicht Bock drauf kriegt, das auch zu spielen. Also so ist die Idee. Die Survival Games, denke ich, werden klassisch bleiben, wenn ich da weitere spielen werde. Und die Indie-Games, diese kleineren Games, wenn ich es Bock habe durchzuspielen, werde ich das machen. Ansonsten bleiben das diese Try-Folgen. Try-Folgen sind ja quasi maximal 3. Und wenn ich Bock habe, wären es mehr. Aber es wird einfach irgendwann enden. Das hatte ich ja gesagt gehabt. Und das sind dann quasi diese Try-Folgen, wo am Anfang oben in der Videobeschreibung oder oben im Titel Try steht. Und ja, deswegen, ich würde gerne ein bisschen Highlight ausprobieren und ich hoffe, euch gefällt's. Und ja, lasst mal einen Kommentar, ob das so in Ordnung ist. Ich habe das jetzt mal probiert zu schneiden, weiß nicht, ob das so gut ist. Ist jetzt erstmal mein erstes Highlight, so in der Art und Weise. Und ich hoffe, ich habe die besten Stellen soweit rausgeholt. Und ja, jetzt habe ich viel zu lange gequatscht und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Moment, eins muss ich noch sagen. Es wird wahrscheinlich, ich habe ein neues Spiel, was ich auf längere Zeit wahrscheinlich spielen werde. Multiplayer-Titel tatsächlich, obwohl ich ja eher selten Multiplayer-Spiele spiele. Abgesehen im Stream vielleicht mal ein bisschen. Werde ich vielleicht davon ein paar Tutorial-Videos machen. Vielleicht, wenn alles gut geht, mal gucken. Und werde das dann aufnehmen und ein bisschen erklären, wie es geht. Wenn da ja, Interesse besteht. Mal gucken, ob es gut ankommt oder nicht. Mal schauen. Das Ganze heißt Deceived Inc. Und weil ich da Bock drauf habe, deswegen werde ich das mal so machen, ausprobieren. Wie gesagt, ich werde es mal ausprobieren mit Highlights, ob das was ist, ob das was kann. Und weil man muss ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen und nicht in der Zeit stehen bleiben. Deswegen würde ich das ausprobieren, alles so ein bisschen so Highlights-mäßig zu schneiden, als wie einfach nur ein komplettes Gameplay hochzuladen. Das wird heutzutage nicht mehr geguckt. Also ich gucke das ja auch nicht mehr so. Abgesehen, der Einzige, der das noch macht, ist, glaube ich, Kronk. Und bei dem läuft das auch. Und das finde ich auch gut so. Liebe Grüße übrigens. Und deswegen, ich würde mich da ein bisschen, glaube ich, verändern wollen. Und, oh Mann, ich quatsche jetzt viel zu lange. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Und wir sehen uns demnächst im anderen Video wieder. Oder im Stream auf Twitch. Freitags und Sonntags. Also, macht's gut. Tschüss und viel Spaß. Was stand denn nochmal an? Ach ja, da war was. Stimmt, ich entsinne mich. Ich geh baden, du nicht. Du bist ein Roboter. Ich hau dir die Beine weg. Was macht L1 jetzt? Ich will das mal ausprobieren. Hallo, junger Mann. Das macht L1. Ja, das möchte ich haben. Hui! Ja, das möchte ich. Einfrieren. Aua, Alter. Bruder. Zeig
mir, was du drauf hast. Bro, what's going on, Alter? Ich muss mich mal eben heilen. Ach so, ich kann das auch. Ah, okay, Moment. Google halt die Schnauze. Ich übe gerade, Mann. So vielleicht? Ja. Hat irgendwie funktioniert. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber es geht anscheinend. So, das Rohr geht hier lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Dann dahin. Das ist eine Kreuzung. Dann geht das hier lang, hier, hier, hier. Das hat funktioniert. Noch zwei. Echt, meinst du? Oh, lol. Also ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass es so Rätsel... Alter, willst du mich verarschen? Gib mir her, dein geiles Polymer. Gib her, dein Polymer. So. Wer denkt sich so ein Scheiß aus? Ich hab satt, Bälle in Rohre zu schieben. Wir machen das, damit wir den Wawilow-Komplex verlassen können. Aber warum kann ich nicht einfach, naja, durch eine ganz normale Tür gehen? Leider genau. Haben wir hier gerade nur eine unnormale Tür zur Verfügung. Was? Dank der Polymere können Pflanzengruppen gezüchtet werden, die an hohe Temperaturen angepasst sind. Wollen sie die Wüste begrünen oder was? Sowas in der Art. Sie wollen den Mars terraformen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich steck fest. Oh nein, ich stecke fest. Ernsthaft? Oh nein! Ich stecke fest. Ich stecke ernsthaft fest. Ernsthaft? Ich komm nicht raus. Oh nein! Ich will hier raus! Ne. Oh, fuck. Ich muss das Spiel neu starten. Oder beziehungsweise laden. Mann, so kurz vom Ziel. Was soll denn das? Das ist aber gemein. Das finde ich aber voll gemein. Nein, wir müssen nochmal nach unten. Oh nein, das mit den Bällen müssen wir nochmal machen. Nein! Ich hab satt, Bälle in Rohre zu schieben. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache, was ich hier gerade mache. Ich versuche das alles auf grün zu stellen. Ich bin mir da nicht sicher, ob das richtig ist. Ist es das hier? Die Sau? Oh, Scheiße. Habe ich die gerade alle getötet? Das ist der Standard beim Herstellungsverfahren. Daher stammen die organischen Polymerkomponenten. Wo sind sie denn alle hin? In die Algenwerkstatt zur polymerischen Synthese. Ich will es gar nicht wissen. Ups. Ja. War ich nicht. Das ist ja alles ganz großartig. Warte, ich hole aus und... Go! Woo! Entschuldigung, ich muss da mal durch. Woohoo! Einmal umdrehen, bitte. Wer kotzt denn da? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Da hinten muss ich irgendwo hin. Hier geht's über lang und wie groß ist dieser Komplex und Mann und ich will alles erkunden und was ist das hier? Wieder ein Knopf. Behälter. Sag mir, okay. Eine Art gelber Zylinder. Okay. Den gelben Zylinder. Scheiße, sonst das Ding ist ja riesig. Ihre kühnen Experimente. Wo was ist denn? Gelben Zylinder. Das ist ein Polymerbehälter, Major. Die sind immer gelb. Er dürfte nicht so schwer zu finden sein.
Es sind die Polymerbehälter, die sind immer gelb, wie er das so sagte. Zugang gewährt. Kein Strom, das ist nicht gut. Boah. Hab ich ihn voll aus dem Dings geschossen. In der Luft. Du musst Samen in mich pflanzen. Tut mir leid. Bitte was? Was? Ja, ich bin tot. Du musst Samen in mich pflanzen. That was she said. Das ist verrückt. Hui. Au, au, was? Wo kommt der denn her? Haha. Kommt es nicht voran, wa? Wenn du auf Plattform stehst. Vollidiot. Wo ist er denn? Hä? Ist doof gelaufen für ihn. So, den brauchen wir also. Das ist der gelbe Behälter, den wir suchen? Willst du mich verarschen? Da müsste irgendwo noch ein kleinerer sein. Ja, das will ich hoffen. Hier ist sonst nichts. Ja, schön, das will ich hoffen. Wir eben den ganzen Scheiß-Tank mit. Der sollte wohl reichen. Sollte er wohl. Kennt ihr es, wenn ihr in gewissen Dingen Gesichter seht? Guck mal hier. Ich hab das auch in echt, also in Real Life. Manchmal sehe ich in gewissen Dingen einfach so Gesichter, so voll die lustigen Gesichter. Huha. Hi, happen, ua. Ua. Oha, das war knapp. Wo ist der Typ an der Pumpe? Ist der abgehauen oder was? Ja, genau. Wo ist der Typ an der Pumpe, wenn man ihn mal braucht? Sag mir, wie okay. Don't you know, pump it up. Ich hab keinen Bock, gegen den zu kämpfen, gegen das große Vieh da. Erstmal ein Kippchen an. Hast du den Behälter? Ganz ruhig, Kumpel. Da, hier ist dein Behälter. Hast du eine Ahnung, was ich alles tun musste, um den herzuschaffen? Du musst Samen in mich pflanzen. Wo kommt der denn her? Haha. Das Polymer anzünden. Alter, die Augen. Damit kann man das Polymer anzünden? Wir müssen weg, bevor er... Oh, das ist nicht so gut gelaufen. Oh nein. Oh, verdammt. Oh, fuck. Halt durch, Kumpel. Ich komme. Das ist nicht gut. Explodiert. Du merkst aber auch alles. Ja. Oh nein! Ah, ich ziehe an deiner Zunge! Meine Fresse, war das abgefahren. Huch! Stirb, Pflanze! I. Das ist so doof. Oh Gott. Die Tür ist zu, das ist scheiße. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Vieh? Aua, lass mich raus. Hallo, ich steck fest. Das ist ja blöd. Moment, können wir drüber reden? Lade nach. Puh, das war ja interessant. Ich habe das gar nicht realisiert. Hui. Weißt du, woran die mich erinnern, wenn man auf die schießen, die so wegfliegen? An diese Silvesterbienen. Diese Silvesterknaller. Wenn man diese Bienen so anzündet, dann fliegen die auch immer so weg. So in tausend Richtungen. Fällt dir unser Busch, du heißes Gerät? Der was? Ist hinreißend. Wovon zum Teufel faselst du da? Welchen Busch meinst du? Den, von dem du den Polymerkanister hast, schöner Mann. Du meinst diesen zugewucherten Schierling? Was ist daran so toll? Ich mag, wie er die Leute mit seinen Ranken erwürgt. Die platzen wie Luftpolsterfolie. Total süß. Sag noch einmal was Krankes über das Töten von Leuten, dann gibt es eine Abreibung. Aber nicht für mich, Großer. Was will sie? Was ist mit ihr? Was läuft mit ihr falsch? Ja. Die ist ja noch schlimmer wie der Kühlschrank aus Control. Ich kann das nicht mehr lange anstarren. Kühlschrankdienst. Oh komm, das machen wir mal. Das klingt witzig.
Ich frage mich, wo wir jetzt gerade sind. Oh, wir kommen raus, voll geil. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das draußen aussieht, vor allem auch. Aber erstmal gleich lesen. Voll geil. Open World. Geil. Nicht geil. Sie sind gerade nicht gefährlich. Geh weiter und beachte sie nicht. Aber die reparieren Roboter. Beachte sie nicht. Ah ja. Roboter mit Kettensägen. Das ist ja ganz toll. Und sendet weitere Kräfte. Wo geht's denn hier rein? Moin. Grüß dich. Aua, ich bin eigentlich beiseite gesprungen. Ich registriere noch mehr gegnerische Signaturen. Oh nein, Alarmstufe 2. Ernsthaft? Hier steht eine harte Auseinandersetzung bevor. Eine harte, sagst du? Deswegen sollte ich schnell verschwinden. Tschüss. Oh Gott, ich muss los. Ich glaube, so Sightseeing-Tour wird das hier nicht bei Open World, oder? Überhaupt? Lass mich los, du Mistkerl! Na klar! Trink erst mal ein Tässchen Tee. Oma! Oma? Hä, was eine geile Hütte, die einfach hat. Was läuft? Cartoons, setz dich, guck zu. Was zur Hölle ist das? Oh, das Haus! Wie niedlich. Da ist dein geliebter Setchenov. Spielzeuge, genosse. Aber das... wo ist er hin? Hallo! Es ist so durch. Die hat voll die geile Hütte. Du wirst keine gewöhnliche alte Dame. Echt? Bist wohl etwas durcheinander, Söhnchen. Ich bin durcheinander? Du hast eine fliegende Hütte. Von der Decke hängt ein Quantencomputer. Und ich möchte ja auch noch so viele andere Spiele spielen. Und es kommt ja auch so viel Neues in nächster Zeit. Was ist das denn hier? Das sieht aber nicht schön aus. Die haben mich gesehen, ne? Wie kann ich denn hier eine Kartusche laden? Ah, oha, warte mal. Feuerkartusche? Ah. Wir haben die Station gefunden und der Zug wartet schon. Ja, wir müssen sehr nur schön. Noch einen Platz wählen und es kann losgehen. Ich hoffe nur, dass wir unterwegs nicht auf weitere Hindernisse stoßen. Mal den Teufel nicht an die Wand. Sonst ist noch ein Kanisterschloss an der Tür. Als ob das so einfach wäre. Na, lass mal nicht den Kopf hängen, Kollege. Es gibt keine Fahrkarten. Der Schalter ist geschlossen. 0%. Du kannst sofort abfahren. Na dann, sehr gut, los. Bist du sicher, dass du nicht durchgedreht bist wie die anderen Roboter? Willst du den Zug entgleisen lassen, um mich zu töten? Und du bist sicher, dass du nicht durchgedreht bist wie die ganzen anderen Roboter? Du wirst doch nicht den Zug entgleisen lassen, um uns zu töten. Fahrgastsicherheit ist für jedes robotische Fahrzeug von höchster Bedeutung. Sehr gut, dann mal los. Vorausgesetzt, du hast eine Fahrkarte erworben. Matt. Eine Fahrkarte? Eine beschissene Fahrkarte? Spinnst du? Überall liegen Leichen rum. In der ganzen Anlage gilt ein Notprotokoll. Es startet den beschissenen Zug. Nach sowjetischem Recht haben nur Schwangere und Behinderte Anrecht auf kostenlose Beförderung. Ernsthaft? Ich entdecke keine Anzeichen einer Schwangerschaft. Lege eine Bescheinigung deines Gynäkologen vor. Ich zeig dir gleich was ganz anderes, du Stück Scheiße. Wenn du eine geistige Behinderung hast, dann lege deinen Behindertenausweis vor. Das war's, du bist tot. Genosse Major, beachte bitte, dass dieser Rafik kein autonomes System ist. Er ist der Hochgeschwindigkeitszug Vortex. Wenn du ihn zerstörst, kann der Zug nicht mehr fahren. Also gut.
Hör mal zu, du elender Blechhaufen. Wo kriege ich diese beschissene Fahrkarte her? Du kannst sie am nächsten Fahrkartenschalter erwerben. Es gibt Ermäßigungen für Passagiere, die mit Kindern reisen. Welcher Fahrkartenschalter, du Drecksteil? Alle sind geschlossen. Alle sind tot. Niemand verkauft Fahrkarten. Nach sowjetischem Recht haben nur Schwangere und Behinderte Anrecht auf kostenlose Beförderung. Halt deine Scheißfresse! Wenn das so weitergeht, werde ich den ganzen Weg zum WDNH noch zu Fuß zurücklegen. Ein einzigartiger Zug? Was ist daran so besonders? Fliegt er etwa durch die Luft? Dank des von Chalamet-Ingenieuren entwickelten Maglev-Transportsystems erreicht der Vortex-Hochgeschwindigkeitszug unglaubliche Geschwindigkeiten und bietet dabei höchsten Fahrgastkomfort. Vortex ist ein untrennbarer Teil des neuronalen Netzwerks und passt Geschwindigkeit und Fahrplan automatisch der Anzahl der Passagiere in Zügen und Wartebereichen an. Nach dem Start von Kollektiv 2.0. Ja, okay, schon kapiert. Ich habe keine Zeit. Gut, finde eine Zugfahrkarte. Ach, jetzt müssen wir echt nochmal zu den ganzen Orten zurück. Oh. Es gibt keine Fahrkarten. Der Schalter ist geschlossen. Ich könnte dir deine verfluchte Fahrkarte abnehmen und dich so von deinem Aberglauben heilen, Genosse. Nimm sie nur und brich den Fluch. Danke. Danke. Auch wenn ich so meine Zweifel an dem Fluch habe. Gut, dann haben wir ja die Fahrkarte. Dann kann's ja jetzt losgehen. So, ich hab eine Fahrkarte, du Blechbüchse. Sei gegrüßt, Genosse. Oh. Willkommen an Bord von Vortex, dem einzigartigen Hochgeschwindigkeitszug der Transport. Ja, komm zum Punkt. Ich hab eine Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte. Jetzt starte den Zug. Deine Fahrkarte ist abgelaufen. Abfahrt deines Zuges vor 4 Stunden. Bitte tausche die abgelaufene Fahrkarte am Fahrkartenschalter um. Willst du mich verarschen? Abgelaufen? Vor 4 Stunden waren hier alle schon tot. Bist du etwa die ganze Zeit hin und her gefahren? Starte den Zug, bevor ich dir eine Delle verpasse. Die Benutzung abgelaufener Fahrkarten ist eines Sowjetbürgers unwürdig. Bitte tausche die abgelaufene Fahrkarte am Fahrkartenschalter um. Hoffentlich erstickst du daran, du fetter Bastard. Ah, oh, ich glaub's nicht. Ernsthaft jetzt? Das kann sich ja nur um Stundenhandel, dass wir mit dem Zug losfahren. Und ich habe vorhin noch so gecallt und hab noch gesagt, ach, als ob das so einfach wäre, mit dem Zug zu fahren. Ja, ja. Wir haben die Station gefunden und der Zug wartet schon. Ja, sehr schön. Wir müssen nur noch einen Platz wählen und es kann losgehen. Hätte ich mal meine doofe Fresse gehalten. Ist diese Fahrkarte in Ordnung? Lässt du mich jetzt fahren, du Blutsauger? Warum hast du mich nicht gleich informiert, dass du über ein Reisedokument verfügst, Genosse? Das könnte die Abfahrt des Zuges beschleunigen. Vielleicht, weil ich es vorher noch nicht hatte. Willst du etwa sagen, dass dies nicht deine Fahrkarte ist? Die Fahrkarte von jemand anderem zu benutzen, ist eines Sowjetbürgers unwürdig. Was hast du da gesagt? Keine Sorge. Nach Analyse der Situation bin ich zu dem Schluss gekommen, dass du ein Ordnungshüter bist, der eine Notlage untersucht. In Anbetracht der derzeitigen Umstände darfst du natürlich kostenlos reisen. Ist das dein Ernst? Bitte wähle einen beliebigen Platz. Abfahrt des Zuges in 10 Sekunden. Wow, was? Wir haben soeben ein wahres Wunder der Wissenschaft erlebt. Ich will vorwärts sitzen. Ich will nicht rückwärts sitzen. Ich will vorwärts sitzen. Kann ich auch stehen bleiben? Ach, verdammt. Was ist das? Das ist nicht gut, oder? Du wirst doch nicht den Zug entgleisen lassen, um uns zu töten. Boah, wie cool das einfach aussieht. Oh, oh nein, nicht schon wieder diese Roboterschlampe. Pass auf, unter uns sind Roboter. Ach echt? Ich dachte, das wären Marienkäfer. Ich heil mich mal eben. Aua. Lass das. Jetzt sag ich, die werden wieder repariert. Dann flippe ich aus. Beachte sie nicht. Aber die reparieren Roboter. Wir sind jetzt, genau, wir gucken jetzt quasi genau drauf zu. Dann ist das hier bestimmt. Ist hier der Eingang, oder? Ah, aber die Türme hier, die hier. Da gucken wir mal.
Muss man ja auch alles erstmal lernen. Testgelände, da ist die Kamera. Kann ich denn die Kameras auch ausschalten? Ah. Nee. Ach, hör doch auf. Dann ist das hier bestimmt. Ist hier der Eingang, oder? Dann gucken wir mal. Düpp. Guten Tag. So, darf ich bitten in den dritten? Wir haben jetzt Zugang zum wissenschaftlichen Testgelände, Genosse Major. Worauf kommt es an, damit sich ein Aufenthalt außerhalb der Erdatmosphäre normal für ihn anfühlt? Für einen Sowjetbürger ist nichts unmöglich. Okay, das ist ja cool. Hä, wie geil ist das bitte? Was ist das? Ein Spezialtransporter für wertvolle Fracht. Er kann sich schnell zwischen bestimmten Punkten bewegen. Da bewegt sich gar nichts. Dein Perpetuum mobile-Antrieb ist wohl im Eimer. Diese Turbine dient sowohl als eine Schwarmanlage für WSP-9-Gruppen als auch als Aktor für den Generator, der das mechanische Personal des Testgeländes mit Energie versorgt. Was? Aua, Alter! Alter, wollt ihr mich verarschen? Oh, Bruder, da war sie aber los. Da schwimmt jemand. Kalaschnikow. So, was drehen wir denn hier? Ach, da unten. Ach, du Heiliger. Das ist klar, da können wir nach oben klettern. Das war ja, glaube ich, einfach nur dafür da, damit wir... Oh, das ist tricky. Das ist tricky. Das ist tricky. So kommst du nicht lang. Klar, da ist da das Gitter vor. Und darüber kommen wir auch nicht. Kann ich denn, wenn ich jetzt hier so... Oh, wir waren drauf. Mist. Da war ich zu nervös. Oh Mann, ernsthaft? Was drehen wir denn jetzt hier? Ach, da unten. Ach, du Heiliger. Ach so. Und hier? Auch die von dir so geschätzten Cartoons begannen als revolutionäre Informationsbeschaffungsmethoden. So bedauerlich es auch sein mag, der Krieg ist der Motor des Fortschritts. Ich weiß zwar nicht, wie ein KI-Handschuh etwas glauben kann, aber ich bin jedenfalls für Frieden. Und Cartoons. Ja, für YouTube, ich weiß noch nicht, vielleicht nehme ich noch mal ein bisschen was auf, aber wie gesagt, ne? Mal gucken, mal schauen, wie es wird. Also, auf YouTube erstmal, falls wir uns nicht sehen sollten, bis zum nächsten Video, was anderes oder so. Ansonsten, bis demnächst. Bis dann, tschüss.